Hallo, mein Name ist Johannes Riedl und ich darf Sie heute leider zum letzten Mal zu unserer Videoreihe Rock with Kappa Rock willkommen heißen. Wie im letzten Video angekündigt, werden wir uns als krönenden Abschluss heute die Busanbindung und die Möglichkeiten mit dem Kappa Rock System, wenn man dieses an einem Bus anbindet, ansehen. Und wir halten es heute ganz simpel. Wir haben ein Profinet-Einspeisemodul und zwei Zweikanal-Geräteschutzschaltermodul und wir schauen uns einmal an, was wir da alles so an Informationen herausbekommen können. Dafür haben wir auch eine kleine Visualisierung vorbereitet, indem Sie die gerade gezeigten Kanäle am Monitor sehen können. Beim Kanal 1 haben wir einen Nennstrom von 1 Ampere eingestellt, bei den Kanälen 2, 3 und 4 einen Nennstrom von jeweils 4 Ampere. Wenn ich den Kanal 1 nun belaste, sehen Sie, dass sich auch der Wert bei Actual Current, also der aktuell fließende Strom, auf 1 Ampere ändert und gleichzeitig die Kanal-LED vom Status Grün auf Gelb wechselt. Der Status Gelb bedeutet, dass der Kanal mit mehr als 80% ausgelastet ist. Wenn ich die Last wieder wegnehme, ändert sich auch wieder der Kanalstatus und ich habe auch die Möglichkeit, über die Visualisierung Kanäle aus- oder einzuschalten. Die Schaltflächen, die Sie ganz unten in der Visualisierung sehen, haben alle eine Sonderfunktion. Die Schaltfläche Nominal Current Lock verhindert, dass Sie außerhalb der Visualisierung, also am physischen Aufbau des Geräts, die Nennströme verändern können. Mit dieser Einstellung ist es allerdings immer noch möglich, Kanäle ein- oder auszuschalten am System selbst. Die Schaltfläche User Interface Lock hingegen ermöglicht es Ihnen, das komplette physische Interface am Gerät zu sperren. Keine Nennstromverstellung und kein Aus- und Einschalten der Kanäle ist direkt am Gerät mehr möglich. Dies ist eine oft genannte Kundenanforderung, da gerade bei Anlagen, die weit entfernt vom eigentlichen Betreiber stehen, gerne mal Nennwerte oder Kanäle wahllos verstellt oder aus- und eingeschaltet werden. Über die Schaltfläche Delete All Locks löse ich alle diese Sperren wieder auf und das Gerät kann wieder ganz normal über die physischen Knöpfe bedient und verstellt werden. Wenn wir in dieser Ansicht jetzt noch weiter nach unten gehen, sehen wir auch noch zusätzliche Informationen zum Kappa Rock System. Hier ist der Aufbau wiederum ein anderer mit anderen Schutzschaltermodulen und wenn wir dann auf die Prozessdaten gehen, sehen wir neben den eingestellten Nennstromwerten auch den aktuell fließenden Strom an dem Kanal bzw. auch noch den Kanalzustand und es ist auch hier ein Fehlerzähler aktiv, damit ich nachverfolgen kann, wie oft ein Kanal ausgelöst hat. Das Sammeln von Daten wird in der aktuellen Zeit immer wichtiger und mit Kappa Rock haben Sie eine weitere Möglichkeit, Informationen über Ihr System zu erhalten, was nicht nur die Möglichkeit einer Predictive Maintenance, also mich auf eine Wartung vorzubereiten, erleichtert, sondern es eben auch noch erleichtert, bei einer Fehlersuche die fehlerhafte Komponente schneller zu identifizieren, indem ich über den ausgelösten Kanal Rückschlüsse darauf ziehen kann, was in meiner Anlage geschehen ist. Ich hoffe sehr, Ihnen hat die Videoreihe zum Thema Kappa Rock genauso viel Spaß gemacht wie mir und für weitere Fragen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung. Es freut mich sehr, ein letztes Mal sagen zu dürfen, Rock with Kappa Rock.